Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Factorio. Wir wollen jetzt unseren Logistikroboter mal an die Arbeit setzen. So, wir haben hier unten kaputte Mauern und wir haben hier unseren Roboter-Hangar Dragon Maus. Das ist aus dem hier Kickstarter-Ding, der die Leute konnten Sachen benennen. Das sieht man, habe ich das schon mal gesagt, hier bei den Forschungsteilen sieht man das nämlich auch. Die haben auch alle Namen. Nachher die Bahnhöfe und so weiter auch. Deswegen ist halt so. So, ich habe jetzt eine Lagerkiste. Die habe ich mal jetzt in einer anderen Ramschkiste gestellt. Und da packe ich jetzt einfach mal ganz viele Sachen rein. So, 30 Reparaturkits. Jetzt habe ich irgendwo einen Bauroboter gehabt. Der ist jetzt hier. Schnappt sich ein Reparaturkit und düst damit los. Langsam, aber stetig. Fliegt damit zu unserer Mauer und macht die dann hoffentlich heile. Ja, man kann nachher die Geschwindigkeiten noch erforschen. Oh, man merkt da, ach, da ist noch mehr kaputt. Ich habe noch Reparaturkit und jetzt, oh, Reparaturkit aufgebraucht. Fliegt zurück, holt sich das nächste und repariert dann das letzte Stück der Mauer und alles ist gut. Das macht er theoretisch nicht nur hier, wenn jetzt oben eine Mauer kaputt ist, da die alle miteinander kommunizieren. Würde jetzt also hier oben eine Mauer kaputt sein, würde er sich hier unten das Reparaturkit holen, da oben hinfliegen und auch das da heile machen. Ne? Also in der Theorie jetzt hier für die Reparatursachen sind die eigentlich gut brauchbar, für die Logistik eigentlich auch. Wenn man das jetzt nutzen könnte, man kann jetzt hier, man sieht ja hier das Feld. Ich könnte jetzt auch sagen, bitte gib mir. Ich hätte gern 100 Stahlträger. Dafür brauche ich jetzt eine passive Anbieterkiste. Aktive Anbieterkisten. Alles, was in der aktiven Kiste landet, wird wegsortiert. In entweder die Lagerkiste oder mich oder irgendwohin, wo eine Nachfragekiste ist. Bei passiven wird nur das dann weggeräumt, was auch benötigt wird. So, wir haben ja wieder keinen Stahl, das ist toll. So, und jetzt mache ich mir das nämlich ganz einfach. Ich muss ja jetzt immer diesen ganzen Stahl einsammeln, ne? Ich nehme jetzt einfach mal eine passive Anbieterkiste. Ich habe mir jetzt gesagt, ich hätte gerne 100 Stahlträger. Habe ich jetzt natürlich noch nicht. Und jetzt sage ich, irgendwann, wenn ich da mal ankomme, das habe ich hier in der Kiste. Wo theoretisch auch Stahl jetzt gleich drin landet und nehme einen intelligenten Klick am Roboter, sage, habe keinen Strom. Ne, wie es sich gehört. So. Du schnappst dir jetzt Stahlträger. Bis dir zwei Sachen voll. Und jetzt kommt die Roboter, holt sich da die Stahlträger ab und geben sie mir. Jam, 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 jam. Man sieht, jetzt habe ich schon 54 von meinen 100 Stahlträgern. Jetzt kommen die nochmal an. Ne? Und es steigt. Die pumpen mich mir so lange mit Stahl voll, bis ich genau so viele Stahlträger habe, wie ich gerne hätte. Und das ist cool. Nur, dass die einem relativ stumpfsinnig hinterherfliegen. Hallo. Bis sie irgendwann keinen Strom mehr haben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, warum man sagen sollte, ich brauche mehr von diesen Robotern. Weil die sich sehr lange dann an solche Sachen aufhalten. Haben wir denn auch schon die... Nö. Ach, egal. So. Wir haben die Roboter jetzt jedenfalls erst beim Einsatz. Ne? Da waren sie gerade unten wahrscheinlich beim Energievolltanken. Ja, kommen die her. So, danke. Für den Stahl. Braucht man sich um den Stahl schon mal keine Sorgen mehr machen. Hier grüne Chips, die roten Chips sind voll. Die roten Chips stauen sich jetzt überall bis zum Ende. Oh, Batterien. Batterien! Stauen sich aber auch nur aufgrund der Länge des Fließbandes. Eine relativ unnötige Länge des Fließbandes. Weil die hier als letztes rausgreifen, sonst würden sie da ja nicht stehen bleiben. Ja. 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 So. Ich habe Batterien.
Mit denen könnte ich doch jetzt mal 1, 2. Wie viel habe ich denn hier auch drin? Ich habe hier 7. Eine habe ich noch. Zwei werden gebaut. Ich habe 10. Lädt nicht mal voll hier die Batterie. Okay, ich hätte gern das. Das. Das nicht einfacher. So. 10 Batterien. Einmal bitte die Prozessoreinheiten noch. Haben wir auch ein paar. Einmal bitte bauen groß. So, läuft das jetzt alles? Wir haben Roboter. Das ist ein. So. Aber über zwei. Der möchte mir jetzt bestimmt gerne nochmal meinen Stahl bringen. So, zup. Danke. Ach, das waren mehrere. Ja, gebt mir erstmal. Mikro. Gebt mir erstmal allen Stahl, den wir da gerade so über haben. Ist in Ordnung. So, wenn ich jetzt dich und zup. So. Haltbarkeit, bla, Widerstände. Ach, ist das schön. Ich hätte gucken müssen, wie viel bringt eine kleine? 1 Kilojoule. Und die 5. Das heißt, ich habe doch weniger Kapazität jetzt als vorher. Richtig? Ja. Ich hatte vorher hier 7 drin, jetzt habe ich 6. Dafür habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz. In meiner derzeitigen Situation jetzt nicht so entscheidend. Wie viel Stahl sammelst du? Zu viel, ne? So viel Stahl haben wir nicht. Werden auch kaum mehr Roboter gebaut, bis der Rest Stahl hier aufgebraucht ist, weil ich den ganzen Stahl hier abgreife. Ist auch gemein, ne? Hier schlund. No. Ja, hier kommt so schön viel Stahl auch noch an, ne? Nehme ich einfach das, dann bringen die mir keinen Stahl mehr. Ich habe jetzt 130. Okay. Ich kriege keinen Stahl mehr. Das ist schade, aber auch gut. Hier ist auch Stahl. Aber du nimmst keinen Stahl, weil die Kiste voll ist, richtig? Jo. Na dann mal los. Wir bauen das jetzt aus. Kupfer. Ja, gib mir erstmal ein bisschen Kupfer. So, jetzt ist vorbei. Jetzt bauen wir 100 Solaranlagen. Also, und wenn das dann nicht unser Stromproblem für alle Zeiten behebt, dann weiß ich auch nicht. Dann könnte man die Produktion da unten eigentlich auch mal abstellen wieder. Oder? Wäre das eine Idee, die Produktion von den Solaranlagen abzustellen, um Stahl zu sparen und Kupfer? Wobei wir Kupfer ja nicht mehr sparen müssen, wie es aussieht. Nach der Behebung des ersten groben Stromproblems haben wir das ja hingekriegt. Jetzt brauche ich hier unten diesen Zipfel noch voll. Dann haben wir das auch so. Aber dann, also dann sollte hier aber Strom nie wieder ein Problem darstellen. Ach, auf zu piepen, sondern Bau. Dö, dö. Ja. So, ganz viele Masten. Ganz viele Solaranlagen. Na. Na, Baum. Könnte auch das ganze Holz bei irgendwie mit verfeuern. Das kommt dann sozusagen in eine Lagerkiste rein. Und dann sagt man irgendeiner anderen Kiste hier,
Alles an Brennstoff wird von Robotern dann dahin gepackt. Für halt beispielsweise ja, wenn mir jetzt das Wort einfallen würde, wie ich es gerne hätte, ne? Für ja, unsere Energieanlagen da hinten, Dampfgeneratoren. So, jetzt habe ich's. Sozusagen sagt hier, pack das Fließband voll mit allem, was du irgendwie am Brennstoff in der Lagerkiste findest. Und dann bist du schon irgendwie glücklich. Ja, so, theoretisch. So. Okay, wir haben ein riesiges Feld aus Solarzellen. Wenn wir jetzt noch Batterien hätten, um die ganzen benötigten Akkus dafür zu bauen, das wäre schon schön. Aber man kann nicht alles haben, ne? Da einen hinsetzen, da passt keiner. Das heißt, 1, 2, 3 passen hier noch. So. Ein riesiges Feld voll Solaranlagen. Wir sind Ökostrom. So. Irgendwas hatte ich gesagt, das hätte ich gerne, aber haben wir nicht. 3 mal 100. Boah, Alter, 450. Das wären 45 Science Packs. Haben wir nicht. Weiteren Slot Logistikinventar brauchen wir nicht. Geschwindigkeit, das wäre doch mal. Dann sind die ein bisschen flotter. So, ladet ihr jetzt? Oder ach, ihr entladet euch jetzt nachts. Weil, warum? Ich würde das gerne sehen, warum. Ihr entladet euch, weil... Na gut, so viel verbratet ihr jetzt nicht, ne? Ein gleichmäßiger Energiepegel, der hier rausgezogen wird? Oder was? Ja, ne? Na, jetzt könnte man mal gucken, bis es hell wird. Und da... ist die Solar runter... Ach, hier ist Solar runter. Da oben ist Dings. Solar geht runter. Und das sind die Akkus. Ne, genau, da geht es jetzt wieder hoch. Ne, die Nacht hört langsam auf. Na, noch werden die Akkus entladen. Na gut, die Solar muss ja auch erstmal 4 Megawatt produzieren. Ja, die Akkus raus sind. Na, los! Schneller! Ich will das im Blick behalten. Wir brauchen unseren Strom. Ja, jetzt laden die Akkus wieder. Ob die entladen sich, während sie geladen werden. Ich bin irritiert. Aber wahrscheinlich war hier noch Energieüberschuss, oder? Bis die wieder ein bisschen runtergefahren sind. Die Dampfgeneratoren produzieren sich ein bisschen zu viel. Ich komme auch nicht auf 24 Megawatt. 15, 5, 1, nö. Irgendwie nicht, oder? Haben wir jetzt einen größeren Verbrauch? Als wir... Nee. Ich bin hier immer unglaublich irritiert. Was? Hä? Ach so, das war jetzt die Akkus, die vollgeladen haben. Und jetzt ein Sturz. Okay. Oh, die Akkus sind... was? Immer noch? Auf Null? Die Solaranlage bringt volle Leistung, 12 Megawatt. Die anderen sagen sich, die Dampfgeneratoren sagen, okay, wir können weniger. Okay, läuft. Das scheint zu funktionieren und unsere Brennstoffzellen, die stapeln sich bis zum Start. Heißt das jetzt, dass wir hier? Nein, natürlich nicht. Dafür staut sich jetzt Plastik. Dass wir zu wenig Kohle haben? Willst du mich verarschen? Das ganze Fließband voll mit Kohle. Aber schnappt er sich nicht. Denkt sich, oh nö, nö, nö. Jetzt, Leute, jetzt. Na,
Ach, habe ich schon so viel Stahl wieder verbraucht gehabt? Jo, scheint so. Na, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Jetzt müsst ihr wieder arbeiten, ne? Schon schrecklich. Oh, 18. So. Entwickelt sich. Jetzt haben wir 20 von euch. Und jetzt hätte ich gerne noch mehr von den anderen. Wo seid ihr? Da, Logistik. Baut einfach mehr Logistikroboter, damit, weiß ich nicht, jetzt haben wir 20 Bauroboter. Also wenn die nicht reichen. Apropos 20 Bauroboter. Hier oben muss jetzt endlich mal was geschehen. Ne, reparaturmäßig und so. Aber ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, wie wir dort den, na gut, den kommt noch da hier. Guck mal, fast wie geplant. Ist hier oben alles abgedeckt? Jo, okay. Packen wir das hier zu der Dingskiste. Da haben wir mal wieder keinen Strom. So, und okay, da können wir keinen Strom setzen. Ist auch egal. So, so. Hier muss das so. Ja, und da muss einfach frei bleiben. Ne? Das ist ja. Da kommt noch mal ein Stahlbarren an. Schön, nein. Ach, sie reparieren. Statt dass er den daneben macht. Nein, jetzt fliegt er zu einem von denen hier. Ich müsste euch auch noch abgedeckt kriegen. Oh, oh, da kommt sie. Die Reparaturarmee. Macht alles heile. So, da. Jetzt. Heile machen, heile machen. So ist fein, brav. Und nachher, wenn theoretisch auch eine Mauer komplett zerstört wurde, kann man auch Mauern in so eine Kiste packen und dann ziehen die los und machen die Mauern heil. Also tauschen die dann aus. Kaputt gegen heil. Aber das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.